Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein ganz spontaner DM-Haul. Ich komme nämlich gerade vom DM, deswegen bin ich auch noch so ein bisschen dick angezogen. Ich merke es gerade, wie warm es mir wird. Als kleine Inspiration für euch würde ich ganz gerne dieses Video abdrehen, denn ich habe ein paar richtig coole Sachen gekauft, die mit Sicherheit auch was für euch sind. Dazu würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich räume mal hier meinen Beutel aus. Ich habe hier noch einen übrigens. Ich war zweimal an verschiedenen Tagen. Und das habe ich heute geschafft. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich ziehe mir im Laufe des Videos doch lieber den Cardigan aus. Denn es wird sehr, sehr heiß. Ich habe jetzt nicht sortiert. Ich nehme es einfach so, wie es gerade kommt. Ich starte aber mit dem ultimativen Tipp, wie ich finde, denn ich habe mir in all den letzten Jahren, als meine großen Kinder noch klein waren, sehr, sehr schwer getan, eben genau jetzt zu dieser Jahreszeit, zum Herbst, immer wenn wir Kastanien gesammelt haben, die Löcher reinzumachen. Und dazu kennt ihr bestimmt diese Teile hier, falls ihr auch mit euren Kindern so gerne bastelt, dürften euch diese Teile hier ein Begriff sein. Verletzungsgefahr ist da, aber jetzt habe ich das ultimative Schätzchen. Ich bin total happy damit. Und zwar habe ich es eben bei DM gekauft. Scheint Aktionsware zu sein, denn das steht ganz vorne. Haben sie natürlich nicht das ganze Jahr. Jedenfalls ist das ultra cool, denn ihr packt die Kastanie hier rein, macht es dann zu, also ganz fest. Und dann könnt ihr entweder ein kleines Loch reinmachen oder eben ein großes. Mega, mega cool. Also der Liam ist total begeistert. Wir waren auch schon fleißig hier, haben gebastelt diese Teile. Also diese Zahnstocher, sage ich jetzt einfach mal so, waren auch mit dabei. Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für euch. Also ich bin total begeistert. Hier habe ich noch wunderbare Schätze, die reduziert waren. Als ich an dem einen Tag bei DM war, ich habe es gerade gesagt, ich war zweimal dort, hatte ich die schon ins Auge gefasst. Da waren sie mir aber tatsächlich ein bisschen zu teuer und ich war so ein bisschen unsicher. Jetzt haben sie das Ganze aber reduziert. Ich zeige es euch gleich. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich sagen. Hier diese Teile, die waren auch reduziert. Und zwar brauche ich die, um das Olivenöl in die Flaschen zu füllen. Ich habe nämlich tatsächlich nur einen. Also diese Trichter hier, ne? Und der ist so groß, der nimmt so viel Platz weg und die sind halt ideal, weil man die so zusammen machen kann. Richtig cool. Also Platz sparen. Und die waren eben auch reduziert. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Mega cool. Dann jetzt noch einen ultimativen Tipp. Ich habe die Verpackung schon aufgemacht. Wir haben schon einige davon rausgenommen. Und zwar ist das ein ultra leckerer Tee, den ich nur empfehlen kann. Heißer Ingwer mit Kurkuma. Das schmeckt so, so lecker. Den müsst ihr wirklich unbedingt mal probieren. Also ich habe es jetzt auch schon geschafft, das aufzumachen und auf zwei Tassen aufzuteilen. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist. Ich habe es aber auch schon komplett in eine große Tasse. Richtig, richtig lecker. Gestern Abend habe ich noch einen Spritzer Zitrone mit rein, ein bisschen Honig zusätzlich. Also mega, mega gut. Muss ich mir auch unbedingt nachkaufen. Ist von Doppelherz und kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wie passend. Hier noch apropos Herz. Lese ich gerade hier von Herzen. Habe ich auch noch zum Basteln gekauft. Hat mich auch total angesprochen. Diese Stempel. Wenn ich Karten verschicke zum Beispiel, mache ich das sehr, sehr gerne, dass ich da irgendwie noch was Persönliches quasi auf den Umschlag drauf mache. Und die haben mich total angesprochen. Waren übrigens hier zusammen mit diesem Produkt, ist von Profissimo. Ja, weiß ich nicht, ob sie das ganze Jahr haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sind auch die Stempelkissen mit dabei. Richtig, richtig toll. Jo, dann unspektakulär, das hat sich allerdings der Liam ausgesucht, dieses Paketchen hier. Ich habe noch Windeln gebraucht von Baby Love, habe ich die diesmal mitgenommen. Das fand er eben total süß mit dem Winnie Pooh und dem Tiger, wie auch immer. Ja, deswegen durften die mit. Und dann habe ich mitgenommen von Glade, denn unsere dieses Tastding ist kaputt gegangen im Elternbad. Das ist einfach auseinandergeflogen, habe ich jetzt allerdings auch schon 3 Jahre gehabt und deswegen, ja, darf das vielleicht auch mal passieren, wenn man das täglich verwendet. Hier einfach, damit ich wieder dieses Dingens habe, keine Ahnung, wie das heißt. Diese Nachfüllteile, davon habe ich noch einige.
Jo, dann durften Masken mit. Ich liebe Masken, das wisst ihr ja. Einmal hier diese Aquatuchmaske von Balea. Und dann war vorne bei dem einen DM auch wieder so ein Teil aufgebaut. Das war dann scheinbar auch Aktionsware, keine Ahnung, auf jeden Fall reduziert um die Hälfte, denn es sind eigentlich Sommerprodukte. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt eine Tuchmaske verwende Anfang Herbst, die eigentlich für den Sommer geeignet ist, oder eine andere, also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Ich werde die mal probieren. Wie gesagt, die Produkte hier, die haben nur die Hälfte gekostet und deshalb durften sie mit. Einmal hier diese Verwöhndusche, Sunny Side, und hier das Deo Spray, Sunny Side, eben von Balea. Alles um die Hälfte reduziert. Und eigentlich bin ich in den DM gegangen, weil ich eine neue Feile gebraucht habe. Jo, ist dann doch ein bisschen mehr geworden, ne? Die hier von Ebelin habe ich jetzt mal mitgenommen. Also ich muss sagen, dass ich die regelmäßig austausche und deswegen kaufe ich mir jetzt da keine exorbitant teure oder von irgendeiner Marke. Ich habe dann hier noch dieses Sugar Scrub mitgenommen zum... ja, zum... Brecher ist da. Ich werde dieses Video auch nicht schneiden, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich quatsche mit euch, als würde ich jetzt mit einer Freundin quatschen. Ich habe mir noch diese Augenbrauen-Trimmer-Dingens mitgenommen, weil ich es jetzt gesagt habe, dass ich es nicht schneiden werde. Verspreche ich mich die ganze Zeit. Ja, das habe ich noch mitgenommen. Dann hier dekorative Kosmetik, was ich euch übrigens, hier sind meine Kassenzettel, absolut empfehlen kann, sind diese Teile hier zur dekorativen Kosmetik vielleicht so im Anfangsstadium, ja, wenn man anfängt, sich zu schminken oder wenn man sich nicht so viel schminken möchte. Das ist wie so eine Art Porenverfeinerer. Die kaufe ich schon seit vielen, vielen Jahren von Schabens, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das sind diese kleinen Kugeln, die machst du oben auf, drückst raus und verteilst auf dem Gesicht. Das ist wirklich, als hättest du so ein ja, so ein Feinzeichner drauf. Richtig, richtig gut. Als Porenverfeinerer eben auch geeignet unter Make-up. So. Ja, dann, warum halte ich das die ganze Zeit in der Hand? Weil ich ja dekorative Kosmetik gerade angesprochen habe. Ich habe einen neuen Eyeliner gebraucht. Habe ich mir den hier gekauft von L'Oreal. Ich bin mal gespannt. Den hatte ich hier noch nie. Der hat mich aber angesprochen. Also ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, wenn die Spitze vorne zu spitz ist und zu... ja, wenn die keinen Widerstand quasi leistet, aber die Spitze hat mir ganz gut gefallen, so, ja, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt erkennen könnt, fand ich jetzt ganz gut, es ist ein bisschen schwierig, sonst den Eyeliner aufzutragen, oder den Lidstrich vielmehr. Ich habe mir dann noch diese Augenpads hier mitgenommen, einmal diese hier, für frühmorgens, wenn man wenig schläft, ideal, und dann noch von Schabens diese hier, finde ich auch richtig gut. Für den Max, hier sind meine ganzen Kassenzettel, ja, zwei an der Zahl. Für den Max wollte ich eigentlich Apfelmus mitnehmen. Es ist dann Apfelmark geworden. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ich hoffe, dass es ihm trotzdem schmeckt. Der liebt Apfelmus, der Max. Ja, mal gucken. Dann, das haben wir schon leer gemacht, wollte ich euch aber auch unbedingt zeigen, diesen Rhabarbertrunk hier als Schorle. Richtig, richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr diese Marke oder ja, das Produkt hier findet bei euch im DM. Ich weiß es wirklich nicht, aber das ist so, so lecker. Schaut euch dazu mal um, falls ihr auch Rhabarber gerne mögt. Total unspektakulär, diese Ebelin Soft Pads. Ich nehme sie als Abschminktücher, beziehungsweise um den Nagellack runterzunehmen. Also wie gesagt, ein bisschen unspektakulär. Dann hier mein liebstes Deo. Kennt ihr von mir, von Rexona. Ich habe aus Versehen zwei Stück mitgenommen. Wahrscheinlich hat es der Liam mit in den Wagen. Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Kann ich euch aber total empfehlen. Lieb ich absolut. Und macht einen mega Job. Der Liam hat dann auch noch was anderes eingepackt. Da war ich eigentlich nicht so d'accord. Aber dann habe ich es abgesegnet. Und zwar eine Zahnbürste. Ja, eine elektrische. Eigentlich hat er diese... ja, die eben für sein Alter entsprechend sind. Ich wechsle die auch regelmäßig aus, aber ja, ich glaube, die hat 4,99 € gekostet und ja, ich wollte ihm den Wunsch erfüllen, deshalb durfte sie mit. Ich habe dann noch Beluga-Linsen mitgenommen. Diese hier, die kaufe ich ja immer, kann man lecker zu einem Salat,
zubereiten. Und dann habe ich noch verschiedene Aufstriche für meinen Ehemann mitgenommen. Ihr wisst ja, mein Mann ist Veganer. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich erkaufe mir quasi meine Zeit, indem ich die fertigen Aufstriche nehme. Ich weiß schon selbst auch, dass man die ganz, ganz einfach selbst herstellen kann. Aber wenn ich mal wenig Zeit habe, freue ich mich, dass ich sowas zum Abendbrot zu Hause habe. Einmal diesen Aufstrich hier und einmal diesen hier, Beluga. So, und jetzt ist die Kamera ausgegangen. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Selbst der Kamera war es jetzt gerade zu heiß. Ich habe dem Liam noch ein paar Strumpfhosen mitgenommen, eigentlich zwei. Die anderen habe ich aber schon in der Waschmaschine gehabt, denn ich habe dringend welche gebraucht. 3,90 Euro habe ich dafür bezahlt, also einfach nur hier eine blaue und die andere ist grau. Von der Qualität wirklich richtig, richtig gut. Ich habe auch noch Bodies gekauft für meine Freundin, die habe ich nämlich besucht und sie bekommt ein Baby. Richtig süß, diese kleinen Bodies so zu sehen. Ja, war der Liam auch mal so klein? Wahrscheinlich. Sonst wäre es ein bisschen schmerzhaft gewesen, ne? Jedenfalls war es so oder so schmerzhaft. Jedenfalls habe ich die Bodies gekauft. Die habe ich jetzt aber schon weg. Deswegen habe ich es euch eingeblendet. Und ich war übrigens an dem Tag auch noch bei Chibo. Ich habe das jetzt auch mal hier hingelegt, weil es in der Tasche war. Hat jetzt nichts mit dem DM-Haul zu tun. Aber ich habe für den Liam mal so Thermo-Leggings gekauft. Hatte ich jetzt bei den Jungs, glaube ich, gar nicht. Ich habe ja wirklich viel aufgehoben von den großen Jungs. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die mal so Thermo-Leggings hatten. Hier. Was habe ich denn dafür bezahlt? 9,99 Euro. Ja, habe ich noch den Kassenzettel vielleicht da? Nein, aber ich bin mir relativ sicher. 9,99 Euro. Mega cool hier in diesem Farbton und einmal hier in dem Blau. Also sind zwei Stück enthalten. Ansonsten hat mich noch ein Paketchen von L'Oreal erreicht. Die Sachen habe ich nicht gekauft. Ich werde dafür auch nicht bezahlt, dass ich das jetzt hier zeige. Ich werde dazu auch eine Verlosung machen auf Instagram, habe ich mir schon vorgenommen, denn ich habe schon reingespitzt. Also erstens mal ist das Packaging ja immer wunderschön von L'Oreal. Die Kartons hebe ich tatsächlich auch immer auf. Da war noch eine große Schleife außenrum. Und schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Und davon geht tatsächlich das meiste an euch. Also hier ist einmal enthalten die neue Volume Million Lashes Mascara. Und zwar steht hier, ich sag's lieber nicht, Balm, irgendwas, schwarz halt auf Französisch. Nur, ich weiß nicht, ich kann schlecht Französisch sprechen. Jedenfalls habe ich hier die neuen, upsala, also es sind ganz viele Farbnuancen der neuen Foundation, die mit Hyaluronsäure ist. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier gerade halten soll, ne, damit ihr es erkennen könnt. So, jetzt habe ich es aber. Meine Güte, was ein Blogger, ne? Blogger des Jahres. So sieht es aus. Und ich werde mir meine Farbnuance rausnehmen. Ich denke, es wird, wartet, diese hier vermutlich oder die. Muss ich mal gucken. Jedenfalls wird der Rest dann eben an euch gehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Und das ja, verlose ich, wie gesagt, auf Instagram. Für YouTube überlege ich mir noch was. Ich muss das Teil jetzt echt ausziehen. Jetzt halte ich es nicht mehr aus. Jedenfalls überlege ich mir noch was richtig Cooles, was ich dann auch an euch verlosen kann. Jetzt kommen wir noch zu den letzten Schätzchen, die ich geshoppt habe, von denen ich vorhin erzählt habe. So, so genial. Und zwar haben sie so, wie gesagt, reduziert. Ich finde die so schön. Und zwar sind das mehrere Sets, die ich gekauft habe. Das sind Geschirrtücher zum einen. Und dazu passend habe ich dann noch hier die Servietten. Ich zeige es euch einfach mal. Also schaut mal, hier die Geschirrtücher, so im Zweierpack. So sieht das aus, falls ihr die auch sucht. Und seht ihr, reduziert. Eigentlich 8,95 Euro für zwei Stück ist eigentlich auch in Ordnung für den Preis. Aber für 4,45 Euro, ja, kann man wirklich nicht motzen von der Qualität. So, so schön. Und zwar habe ich mitgenommen, ich sag's euch, oder ich sag's euch auch nicht, es könnte einen Moment dauern. Hier, also zwei Packungen an Geschirrtüchern, dann habe ich vier Stück, jawohl, und dann habe ich Servietten gekauft, eben auch in dem Stil. Hier im Zweierpack, davon habe ich vier Packungen gekauft, aber ich hatte doch noch was gekauft. Ist mir das etwa aus dem Kinderwagen rausgeflogen?
Es könnte sein. Ist mir nämlich tatsächlich passiert auf dem Marktplatz. Da kam mir eine hinterher und meinte, Heidi, stopp, du hast was verloren. Sag ich, ach super, danke dir. Ich hätte es nicht gemerkt. Ne? Ist mir einfach unten rausgefallen. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal auf den Kassenzettel schauen. Naja, jedenfalls hier von 6,95 € reduziert auf 3,45 €. Wie cool ist das bitte? Und die sind so schön, diese Servietten. Schaut euch mal bitte den Farbton an. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ich war in einem Dekoladen hier bei uns. Also eigentlich ist es nicht bei uns, es ist eine Stunde Fahrt bei uns. Ja, weil ich gern Auto fahre, macht mir das nichts aus. Jedenfalls habe ich auch hier in diesem, das ist wie so ein Salbeiton, habe ich auch Bänder gekauft, weil ich so zum Weihnachtsfest mir was Schönes überlegt habe. Und da habe ich gedacht, passen die Servietten super gut dazu, weil man da eben das Ganze auch schön dekorieren kann. Also die sind jetzt nicht so knallig von der Farbe. Versteht ihr, was ich meine? Okay, es wird Zeit, glaube ich, dass ich dieses Video beende. Ne? Ich hoffe, dass ich euch das jetzt anständig gezeigt habe. Also einmal ist der Farbton etwas heller und einmal etwas dunkler. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Mega, mega cool. Ich zeige es euch noch einmal. So sieht es aus, falls ihr das Ganze aufsucht. Und wie gesagt, eigentlich für 6,95 €. Ja, das musste ich selbst nochmal kontrollieren. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle und dann wieder auseinandergenommen werde. So, das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass das vielleicht eine kleine Inspiration für euch war. Schaut einfach mal bei DM vorbei. Ich würde ja super gerne auch mal zu Rossmann. Meine Freundin arbeitet bei Rossmann, hat mir jetzt diese 10% Coupons mitgebracht, aber ich habe einfach keinen Rossmann in der Nähe. Was will ich dann mit den Coupons? Richtig ärgerlich. Ich mag nämlich Rossmann super gerne. Und wenn ich irgendwo hinfahre und einen Rossmann entdecke, ja, und ein bisschen Zeit habe, gehe ich dann doch meistens einmal kurz durch und schaue, was sie Schönes haben. Jawohl, deswegen gibt es hier nicht so viele Rossmann-Hauls auf diesem Kanal. Okay, meine Lieben, jetzt habe ich euch lang genug noch zum Schluss zugetextet. Ich wünsche euch jetzt nur das Beste. Schaut unbedingt bei Instagram vorbei, falls ihr die Foundation gewinnen möchtet. Und dann sage ich jetzt mal, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! We'll be right back.